Jules hatte jetzt anscheinend einen Zweitkanal, Jules der Zweite, muss ich direkt abonnieren, auf den Spuren deutscher Memes. Hier erscheinen jetzt regelmäßig Videos im Hauptkanalstil, aber eher kleinere Themen und die dicken Projekte kommen auf dem Hauptkanal. Okay, na dann, deutsche Memes, finde ich persönlich, sind immer so ein Hit-or-Miss-Ding. Also manche sind halt ultra funny und ultra iconic. Die zitiert man auch 15 Jahre später heute noch. Ja, woran hat sie gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie gelegen hat. Was haben sie denn da? Zigaretten. Was denn? Zigaretten. Ich habe in mein letztes Video noch reingeschnitten. Rüdiger, keine Kapriolen, nicht so tief, Rüdiger. Aber am meisten iconic. Ich muss raus. Seid ehrlich, war eine gute Soundimitation, oder? Ja, der Ich muss raus, Junge, der bleibt für mich. Für mich ist es ja ein Fridolin. Ich weiß nicht, wie er für euch heißt. Für mich heißt er Fridolin. Der sieht genauso aus wie ein Fridolin, beziehungsweise heutzutage Jungs, die so aussehen, heißen Linus. Das ist so ein Fridolin, Schrägstrich Linus. Okay, aber so viel von meinem Intro jetzt. Erzähl mal jetzt, Jules, was ist denn los mit deutschen Memes? Ziemlich menschlich, ziemlich abstoßend. Marcel Davis, 1:1. Ja gut, Marcel Davis ist natürlich auch ultra iconic. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ja, Psycho Andreas auch. Rudi, Lamborghini. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Deutschland hat eine sehr... Die Fichtels. Nee, die Woodies mit dem Fichtellied. Mann, verwechsel das mal. Eigene Meme-Kultur. Natürlich haben... Boah, rest in peace, Bruder. Der Big Tasty Bacon-Junge ist einfach nicht mehr unter uns. Rest in peace. Natürlich haben wir auch die Memes, die es schon seit Ewigkeiten im internationalen Bereich gibt. Doch unter all diesem ganzen Müll gibt es die deutschen Urgestein-Memes, die... Ist das Captain? Tiretten. Tiretten. Das ist er, oder? Safe ist er das. Klassiker, die uns schon seit Jahren begleiten und jedes Mal aufs Neue zitiert werden. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt. Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. So eingeschweißt in die deutsche Kultur, dass man international nur noch mehr Respekt vor uns haben würde, wenn man diese Memes auf die Leute loslassen würde. Das hat tatsächlich jemand gemacht. Oh, Gillette Abdi, ich rasiere mit Shampoo. Junge, oh, ich merke jetzt schon, dieses Video wird so ein Fiebertraum. Ich drücke alle 5 Sekunden Pause und zitiere die Memes. Oh, das ist ganz schlimm. Also, Memes und ich, ganz gefährliche Kombo heute. Nee, ich habe ein Video mal gesehen, das im internationalen Raum viral gegangen ist. German Memes with Context. Und dann sind da halt so die beliebtesten deutschen Memes, die wir jetzt hier auch alle so gesehen haben. Und dann so auf Englisch unten in den Untertiteln erklärt, warum ist das gerade lustig. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ist eigentlich ganz lustig. Vor allem dann auch die Kommentare zu sehen. Klar, die meisten Top-Comments sind von Deutschen, die gegenseitig ihre Kommentare liken. Aber dann teilweise findest du dann doch auch Kommentare von irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen anderen Ländern. Das ist schon ganz spannend. Sowas gucke ich ja ab und zu ganz gerne. Es gibt ja auch immer wieder so Videos. Das ist halt immer spannend zu sehen, wie sieht der Rest der Welt unser Land. So, ich weiß nicht, warum das ein interessantes Konzept ist, aber irgendwie finde ich es mega spannend. Es gibt ja ganze YouTube-Channels von irgendwelchen Amis, die jetzt ein Auslandsjahr in Deutschland machen oder so und dann American tries German candy for the first time und solche Sachen halt, ne? Oder Dinge, die mich überrascht haben an Deutschland. Hä, komisch, man kann die Fenster ja kippen und ich dachte, das erste Mal, als ich den Hebel nach oben gemacht habe, das Fenster wird auf mich fallen und so, weißt du? Ja. Bruder, ich rasier dich mit diesem Messer, Bruder. Gillette ab, die Bruder. Mit meinem Shampoo. Jedenfalls die meisten davon. Aufgang, pass auf! Ach du Scheiße! Okay, also... Was ist denn das für ein Kombi? Fällt mir da gerade ein. Kennt ihr den Clip? Wo die, ich glaube, mit einem Porsche oder so auf der linken Spur mit gefühlt 300 Sachen fahren und von rechts werden die einfach von so einem Audi-Kombi überholt. Was ist das für ein Kombi? Wir fahren 180. Nee, das ist ja der Rainer. Meine Güte, Rainer heißt da. Ich komme in 180. Also erstmal stammen verdächtig viele unserer Memes aus irgendeinem Grund aus steinalten und unfassbar schlecht geschauspielerten Pornografiefilmen. Alarm! Alarm! Gefühlt 30% unserer Memes beinhalten alte, verwirrte deutsche Rentner. Ja, das ist unsere Kultur, Digga. Sauerkraut, Schnitzel und alte Rentner in deutschen Memes. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Sie begehen eine Straftat. Und der da gerade stimmt, der gerade war. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick.
Nein, Junge, dieses Video. Ich werde 3 Stunden für die Reaction brauchen. Hat die nicht mal ansatzweise erahnen können, wie bekannt sie eigentlich im Internet sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht mal wissen, dass so etwas wie das Internet überhaupt existiert. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal, warum? Das ist aber auch das Prototype-Rentner-Outfit in Deutschland, oder? Genau diese Hose mit genau dieser Weste. Alternativ ist der Pullover, den man drunter trägt, dann auch so eine komische Farbe. Es ist, glaube ich, gar keine Farbe, ne? Geht so in Richtung Beige. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Klecks Mayo. Immer so diese Art Pullover und dann so eine Weste und alles hat so Erdtöne. Das ist so der Rentner-Drip. Warum? 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 Szenen aus dem Trash-TV, die irgendwann mal vor Jahren bei ihrer 8. Wiederholung wochentags um 11.34 Uhr auf RTL 2 liefen, bei denen man sich wirklich nicht sicher ist, ob sie schlecht geschauspielert wurden. Hühnchen mit Reis! Oder Menschen darstellen, die wirklich so dort draußen existieren. Kontextlose schreiende Leute. Oh mein Gott, was wäre die deutsche Meme-Kultur ohne die kontextlosen schreienden Leute? Kleine Spende. Ist auch so iconic, Digga. So, erst ist alles normal. Kleine Spende. Kleine Spende. Und dann beim dritten kleine Spende. Dieses random Übersteuern. Das ist das, was dieses Meme so... Ohne das wäre der gar nicht so viral gegangen, der Clip. Aber dieses letzte kleine Spende. Das ist so das... Und während die meisten einfach nur durch Zufall entstanden sind, weil jemand gerade die Kamera auf beispielsweise irgendeine... Da ist halt der Fridolin-Linus. Ein Jungen, der nicht aus dem Bus kam, draufgehalten hat. Ich muss raus! Iconic, Junge! Das über ein paar Memes ein wenig mehr zu erzählen. Und genau diese nehmen wir heute etwas genauer unter die Lupe. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da ist er. The man, the myth, the legend. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Was haben Sie denn da unten? Als ich den das erste Mal gesehen habe, wisst ihr, wer er für mich war? Asterix. In diesen mit Gérard Depardieu Asterix-Verfilmungen. Walter Frosch, stimmt. Walter Frosch, so heißt der. Jahrelang, er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Ja, genau, genau. Aber für mich war der immer Asterix aus diesen Real-Life-Verfilmungen. Unten in Ihrem Stutzen drin. Sie hätten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich ihn noch dabei gehabt. Walter Frosch. Krass, dass es so viele High-Quality-Fotos von ihm gibt, lebende Legende. Ein Fuß... Beziehungsweise nicht, jemand schreit... Rest in Peace. Oh, er ist tot. Okay, keine lebende Legende. Es tut mir leid. Legende. Spieler aus Ludwigshafen. Augenscheinlich sehr gut ausgestattet auf dem Fußballfeld zu einer Zeit, in der Rauchen noch als gesund angesehen wurde. Hier, danach geht's dir besser. Doch hinter dieser Person steckt mehr als nur ein einziger Clip aus einer Sportschau. Denn wenn man sich ein wenig mehr mit ihm beschäftigt, merkt man schnell, was für eine unfassbare Legende dieser Mann. Was? Es gibt eine Walter Frosch-Lore? War. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssten. Walter Frosch war für genau 3 Dinge bekannt. Fußballspielen ohne Rücksicht auf Verluste, Rauchen und Saufen. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Seine Spitznamen waren Frosch der Treter, Treter der Liga sowie der wandelnde Kneipentresen. Aber das ist für mich der Inbegriff von Vereinsfußball, ne? Vor allem so auf dem Dorf, dritte Kreisliga, genau das. Walter Frosch, Bruder. Und zugegeben hätte ich ziemlich viel Angst, wenn mir jemand mit so einem Spitznamen auf dem Platz begegnen würde. Viele Leute behaupten von mir, dass ich einer der größten Räder in Südwesten sei. Dies muss ich dementieren, da diese Leute nach meiner Meinung keine Ahnung haben vom Fußballspielen, sollten doch viel besser Tischtennis spielen oder Tischtennis zuschauen. Die Kneipe... Junge, der ist ja eine lebende Legende, Bruder. Also, Mann, warum sag ich das immer? Der war zweite Bundesliga. Ja, ich hab doch nur gemacht. Du hast mir nicht zugehört. Hey, der war ja richtig lustig. Der war richtig krass drauf. Warum kenne ich nur diesen einen Clip von ihm? Kneipe war sein zweites Zuhause. Auf in die Kneipe. Kneipe. Einmal war er am Vortag eines Spiels gegen Schalke bis 3 Uhr nachts noch mit seinen Jungs draußen, hat vorgeschlagen, für 10 Liter Bier ein 400 Meter Wettrennen zu machen, gab all seinen 5 Kollegen ganze 100 Meter Vorsprung und hat trotzdem gewonnen. Das ist die Kraft des Bieres, meine Freunde. Walter Frosch, Alter. Iconic. Er kam somit regelmäßig verkatert zum Spiel. Hat dann angefangen, alle Leute wegzugrätschen und sich zu prügeln oder mit irgendwelchen anderen Spielern Stress anzufangen. Laut...
Ultimate Sigma Male. Eine Aussage, raucht er 60 Zigaretten pro Tag, was auch die angenehm hohe Stimme erklärt. Ja, alles in Ordnung. Irgendwann unterschrieb er sogar bei Bayern, doch nachdem er sich mit dem Trainer gestritten hatte und dieser schnauzte, wenn du keine Lust hast, bei Bayern zu spielen, dann geh doch einfach, ging Walter Frosch einfach. Wechselte ohne zu zögern den Verein. Auf seine bereits 19 gelben Karten vor Saisonende wurde er irgendwann angesprochen und sagte nur: 19? Im Spiel in Berlin hole ich mir noch eine gelbe und dann ist das doch eine runde Sache, oder? Dicker Ultimate Sigma. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Die heute im Fußball etablierte Gelbsperre, also dass Spieler nach einer gewissen Anzahl von Karten nicht mehr mitspielen dürfen, ist einzig und allein wegen Walter Frosch und seiner Sammlung. Was? Das ist ja... Ich lerne gerade so viel. Ihr glaubt gar nicht, ich absorbiere gerade Wissen wie ein Schwamm. Leute, Meme-Trivia-Wissen. Boah, ich werde mit Menschen in meinem Umfeld so hart auf den Sack gehen, Bruder. Alle, die mich privat kennen, macht euch gefasst, Alter. Sammlung von gelben Karten entstanden. Sein schwerster Gegner, den er bis dahin hatte, war kein Fußballverein, sondern laut eigener Aussage der Kneipentresen. Nachdem dann irgendwann dieser Clip entstanden war und jeder merkte, wie unfassbar wichtig Walter seine Zigaretten sind, passierte leider dann das Unausweichliche und Walter Frosch verstarb an Krebs und bleibt heute für seine legendären Anekdoten in Erinnerung. Und deshalb solltet ihr nicht rauchen, liebe Freunde. Genau deshalb. Fangt gar nicht erst an. Macht es wie ich, fangt einfach gar nicht erst an. Sterbt lieber an Übergewicht. Wisst ihr? Und genau deswegen meinte ich neulich, wisst ihr was? Gefühlt die Hälfte von meinen Sprüchen, die bringe ich gar nicht. Die sollte man vielleicht öffentlich nicht sagen. Ich habe gerade erst gesprochen und dann gedacht. Und das ist ein Fehler. Macht es nicht wie ich. Denkt erst und sprecht dann. Danke. Bisschen gewundert, das ist... Was ist denn eigentlich mit Carsten los? Warum hier nur... Carsten! Das ist so witzig, dieser Clip. Lass uns den aber ganz kurz auf Ernst gucken, okay? Er erklärt uns gerade einen Missstand. Irgendwas stimmt hier nicht, ja? Und er versteht das Problem nicht. Bisschen gewundert, das ist... Warum hier nur... Carsten! Dann sprintet der Mann los. Was ist denn mit Carsten los? Das kommt so random. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, wer ist Carsten? Ich glaube, das fragt sich jeder hier. Warum fällt er hin und vor allem, was ist mit ihm los? Was ist denn mit Carsten? Die Frage, die schon seit Jahren... Gab es jemals eine Erklärung für, was ist mit Carsten los? Weiß jemand, was mit Carsten los ist? Das ganze Internet begleitet. Alter, wenn Jules jetzt wirklich die Antworten liefert, dann kann ich wirklich in Seelenfrieden schlafen heute Nacht. Ich glaube, wenn man eine Zeitmaschine bauen würde, um damit dann in die Vergangenheit zu reisen, würden sich die Leute dort schon fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist denn mit Carsten los? Die Kommentarsektionen haben auf jeden Fall sehr interessante Theorien über diesen Mann, der aus dem Heiterem einfach anfängt, gegen einen Wohnzimmertisch zu sprinten. Der ist bestimmt auf einen Legostein getreten. Beschleunigungsfeld aus Mario Kart. Hast du keine Chance. Er hat zu viel in Geschwindigkeit geskillt. Goldpilz auf der Strecke ist aber auch gefährlich. Diese Edits, Junge. Oh mein Gott, es gibt jetzt wirklich eine Wahrheit dahinter, ja? Carsten Wollner ist Schlangenexperte und züchtet bei sich zu Hause exotische Tiere, wie zum Beispiel diesen Dinosaurier hier. Okay, der... Was? Der ist nicht echt, aber dafür diese gelbe Schlange in seiner Hand. What are you talking about? Was? Carsten ist ein actually interessanter Mensch? Hey, old cocksucker. Nach dem Clip, welcher aus der Fox-Sendung Wildes Wohnzimmer, in der Leute ihre exotischen Tierhobbys zeigen, stammt, meldeten sich zahlreiche Leute bei ihm. Manche, die ihn einfach nur anrufen, um zu fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist... eigentlich mit dir los, Carsten? Manche, die einfach nur Fans von ihm waren oder eine Lehrerin, die für ihre Schüler rausfinden wollte, was denn jetzt mit ihm los sei. Seit diesem Clip findet man unter gefühlt jedem Video, bei dem irgendeiner hinfällt oder plötzlich losrennt, mindestens einmal den Kommentar, was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Nun, aber was ist denn jetzt mit Carsten los? Ja, eine Minute lang wurden wir jetzt hingehalten von dir, Jules. Jetzt gib uns auch die Antwort. Can I stay? No.
Carsten Wollner lebt mit Diabetes Typ 1 und wenn er unter hohem Stress steht, wie in anscheinend diesem Video hier, wird der Körper stark unterzuckert. Oh, das ergibt so Sinn. Oh, das ergibt, aber woher, was ist denn seine Quelle dafür? Oh, das ergibt so Sinn. Erst sind es kleine Anfälle oder starke Schwitzen, doch so 3 bis 4 Mal im Jahr fühlt es sich für ihn so an, als übernehme eine fremde Macht seinen Körper. Und genau das ist in diesem Clip passiert. Oh, das ergibt so Sinn, Digga. Carsten selber ist laut eigener Aussage übrigens gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen würden. Ja, aber weiß ja keiner, dass er krank ist. Es kommt halt als Zuschauer einfach random. Er redet ganz normal, erklärt, oh, ich verstehe überhaupt nicht, was ist hier los, sprintet los und springt in diesen Haufen Stühle. Beziehungsweise, ja. Für mich sieht es aus, als wäre da so ein Haufen Stühle und er springt da rein. Eigentlich springt er nur so quer gegen den einen Stuhl und nimmt den halt mit. Es kommt halt random. Also niemand macht sich über irgendeine Krankheit lustig, weil keine Sau weiß, dass er diese Krankheit hat. Darum geht's überhaupt nicht. Wenn man das so sieht, ist das schon traurig. Findet ihr? Ich find's nicht traurig. Was ist denn daran traurig? Ja, er hatte hier einen Unfall, so krankheitsbedingt, aber diesen Kontext hat man ja in dem Meme nicht. Ist halt einfach ein erwachsener, seriöser Mann, der mitten in einem seriösen Gespräch anfängt zu sprinten und er fällt einfach weg. Ist halt von Randomness-Faktor her einfach lustig, weil es so überraschend kommt. Aber ich glaube, durch dieses deutsche Urgestein von Meme... Aber ich kann verstehen, was ihr meint. Doch jetzt so bei genauerem Nachdenken, ich kann verstehen, was ihr meint. Wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held gefeiert. Hi, ich bin's Michel. Auch so ein Iconic-Clip. Ich glaube, den habe ich reingeschnitten in meinem Video Zauberer, die an ihren Zaubertricks gestorben sind. Da habe ich, glaube ich, genau den eingespielt. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren... Michel und Sven, Digga, das sind aber auch urdeutsche Namen, die beide nicht deutsch sind, aber ist mir auch egal, Digga. Ultimativen Trick. Ja, bei 5000 Likes auf diese Reaction mache ich ein Tutorial. Dass das aber auch so übersteuert, das macht es so viel lustiger. Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Wahrscheinlich. Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Jungs aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viele Kühe stehen. Junge, dieser Clip ist auch so ein Urgestein an Memes. Matrix Cow heißt der. Boah, den haben wir uns 2005 schon rumgeschickt, Bruder. Da war YouTube gerade gegründet, da haben wir uns den rumgeschickt. Wurden durch dieses Video beide relativ schnell berühmt. Für damalige YouTube-Verhältnisse war es für ein paar Wochen das virale Video. So gut gemacht. Das ging sogar international rum, ne? Den kann man auch in der Lokalzeit zeigen. Mehrfach gezeigt im Fernsehen. Galileo, verstehen Sie Spaß? CNBC, zahlreiche andere Fernsehsender, ein gewonnener Web-Videopreis. Guys, don't feel bad for them, they're German. Die kompetentesten Experten haben versucht, dieses Video zu reproduzieren. Wie konnte Michel überleben? Was ist mit dem Fisch im Aquarium passiert? Izzys Weg nach Hause. Geht es dem Schrank und seiner Schrankfamilie gut? Fragen über Fragen. Doch die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht mal so weit entfernt. Sie ist nämlich ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ein Bekannter von Michel und Sven hat für seine Bachelorarbeit an einer Medienschule ein Projekt in Richtung Fake News und Meinungsmache in den Medien. I see what he did there. Ihn gestartet. Glaubst du alles, was du im Netz siehst? Und dazu gab es eben eine selbstgemachte Fake-Reportage. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt Frau Ingrid Böckel, Mutter des tragisch verunglückten Jungen. Oha, das geht ja noch tiefer, als ich dachte. Das ist ja unglaublich cool. Boah, ist das cool. Trash-Hochzeitsvideo. Und eben zwei Jungs, von denen einer bei einem Zaubertrick umkommt. In der Nähe von Michel und Sven stand damals ein altes Haus, welches eh abgerissen werden würde. Und so dachte man sich, man nehme einen alten Schrank, stellt eine Kamera hin und albert erstmal ein bisschen herum.
Der an einem Fenster stehende Schrank wurde in einem separaten Take einfach durch die Hand auf den Boden geschubst, vor allem, weil ein kleiner Michel offensichtlich nicht ausreicht, um einen ganzen Schrank umzuschubsen. Michel und Sven konnten somit ganz entspannt ein bisschen schauspielern, sich zu Boden werfen und... Oh, jetzt will ich aber ein ganz, ganz, ganz detailliertes Making-of sehen davon. Alles fake, ich glaube nichts mehr. Also Goofy, dass der Clip fake war, das wusste aber jeder. Also, das wusste doch jeder, dass der Clip fake ist. Als ob wir uns alle Millionen von Menschen lustig machen würden über einen kleinen Jungen, der von einem Schrank zermatscht wird. Ich nicht. Was? Ihr wusstet nicht da... Was? Seid ihr alle lost? Ja, natürlich ist das fake. Glaubt ihr, man benutzt als Meme einfach random einen Clip von jemandem, der stirbt vor laufender Kamera? Was? Wie viele von euch das Was? Boah, also, wusste nicht, dass er eigentlich gestorben ist. Sonst wäre es ja schon lustig. Nee, natürlich war der fake. Aber ich hätte jetzt gerne ein ganz ausführliches... Ich hätte gerne alle Shots, die sie dann zusammen composited haben, die hätte ich gerne alle einmal gesehen. Weil der Junge knallt ja auch so noch perfekt gegen diesen Schrank und gefühlt löst er es damit ja aus. Der bringt ihn zum Wackeln und dadurch kippt er dann. Das sieht so clean aus. Würde mich sehr interessieren, wie sie es genau gemacht haben. Voila, ein perfektes, virales Fake-Video. Die Hinweise, wie zum Beispiel der sich auf einmal bewegende Stift zwischen den Frames, wurden zwar ein paar Mal kommentiert, doch wurden diese überschattet von den Leuten. Fucking dead. Als das Ganze dann durch die Decke ging, also wortwörtlich, wurde sich auch noch an ein paar Nachfolgern versucht. Looks like they got over Michel's death. Hallo, ich bin Michel und springe über eine Kuh. Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu. An sich waren es einfach... Das sah aber gar nicht gut aus. Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu. An sich waren es einfach nur zwei Jungs mit einer Kamera und viel Freizeit. Ja. Dann gab es noch einen Autotrick, der auch nochmal ganz gut an Popularität gewann. Junge, was? Sau cool gemacht, der Clip. Mega cool gemacht. Jedoch wurde dieser ziemlich schnell runtergenommen. Wahrscheinlich, weil Leute den sich auf magische Weise nicht wirklich bewegenden Schatten kommentierten. Did you see what I did there? It's a scam. Das sind Michel und Sven heute. Oh mein Gott, wir kriegen Follow-up. Laut einem Vice-Interview aus 2020, beide in ihrer Ausbildung und sich darüber freuen, dass sie früher durch die ganze Sache kurzzeitig die Stars auf dem Pausenhof waren und sich von den paar hundert dabei rumgekommenen Euro ein paar coole Lego-Sets leisten konnten. Well, sehr nice. Welcome to a town that doesn't exist. Bielefeld. Okay, aber das ist ja, zählt das noch als Meme? Das ist ja gefühlt schon 100 Jahre alt, dieses Bielefeld existiert nicht Ding. Does not exist. Bielefeld gibt es nicht. Es werden zahlreiche Straßenschilder gefaked. Kennzeichen werden an ausgewählte Leute vergeben, um den Anschein zu erwirken, diese Stadt würde existieren. Und die Anzeichen auf eine große Verschwörung von den bösen Mächten werden immer klarer. Hey, wer ist Clara? Ewig lange okay. Der war so low, dass er mich wieder abgeholt hat. Sperrte Autobahnen nach Bielefeld. Auf Google Maps war lange Zeit da, wo Bielefeld angeblich steht, nur Wald zu sehen. Wie kann es sein, dass Bielefeld existiert, wenn User SDSNATS35 behauptet, er käme aus Bielefeld und würde nicht existieren? Dieser Reddit. Auch so ein guter Clip. Also ich war schon 3-4 Mal in Bielefeld und kann bestätigen, dass Bielefeld nicht... Genau. Da hat ein Foto von Bielefeld gemacht und siehe da, man sieht, es existiert nicht. Die großen Mächte da oben sind so sehr bemüht, die Nicht-Existenz von Bielefeld aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwann sogar eine ganze Stadt mit dem Namen Bielefeld gebaut haben, welche genau dort steht, wo Bielefeld angeblich sein sollte. Nun, dieser ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993. Das ist die Mario Kart F-Zero Strecke, ne? 90, als Informatik... Siehst du, 1993, zählt das noch als Meme? Das ist ein Jahr älter als ich. Ein Jahr älter als ich und ich bin schon alt. Der ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993, als Informatikstudent Achim Held einfach aus Joke auf einer Studentenparty sagte, yo, Bielefeld gibt es nicht.
ist schon Bangerwitz. Also bei mir im Freundeskreis wäre das, das wäre tatsächlich ein Schenkelklopfer gewesen. Also da hätte ich, den hätte ich gemacht. Safe. Die Idee dieser Verschwörung war damals anscheinend so lustig, dass man im Bekanntenkreis den Joke einfach weitererzählt hat und irgendwann fand er auch seinen Weg in das Internet. Und wisst ihr, wie das Internet 1993 aussah? 99% hässlicher Text. Das erste existierende Meme zu der Zeit war ein tanzendes Baby. Und wenn ihr mich fragt, repräsentiert das ganz schön gut, wie hoch die Messlatte damals war und warum ein ellenlanger Internettext über die Nicht-Existenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Was für Kleinstadt? Bielefeld ist doch keine Kleinstadt. Jules, das überprüfen wir jetzt. Detektiv Matti ermittelt. Kleinstadt, Wikipedia. Kleinstadt ist in Deutschland ein Ausdruck für die Klassifikation einer Stadt nach Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 20.000 Einwohnern. Das ist eine Kleinstadt. Eine Mittelstadt ist 20 bis 100.000 und Großstadt ab 100.000. Wie viele Einwohner hat Bielefeld? 333.000! Bielefeld hat mehr Einwohner als Münster! Junge, Bielefeld, einfach eine Triple-Großstadt, Kollege. Triple-Nuklear. Einfach Triple-Großstadt. Großstädte-Ranking Deutschland-Einwohner. So, Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland. Bielefeld ist auf Platz 18. Bielefeld ist die 18. größte Stadt Deutschlands. Was für Kleinstadt, Bruder. Heute kann man gefühlt jeden zweiten Bielefelder fragen und der wird mindestens schon einmal mit der Aussage Bielefeld gibt es nicht konfrontiert worden sein. Wenn ich sage, ja, ich komme aus Bielefeld, sagen die, ja, das gibt's ja gar nicht. Ich war kürzlich erst in Australien, da wurde mir auch schon direkt gesagt, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Wird immer wieder darauf angesprochen, dass es Bielefeld nicht gibt. Manche Bielefelder nervt es sogar so sehr, dass sie sich schon schlagfertige Antworten auf die Aussage überlegen müssen, wie zum Beispiel die verzweifelten Leute aus dem Bielefelder Subreddit. Kontersprüche gegen Bielefeld existiert nicht. Ich ziehe bald nach Bielefeld und jetzt fangen die Leute schon an. Er kommt nicht mal aus Bielefeld. Er zieht nur bald hin und will sich schon mal wappnen. Keine Sprüche, einfach gut ostwestfälisch aufs Maul. Sehr unzivilisiert. Ich würde einfach in seinen Kaffee spucken und wortlos weggehen. So sehr, dass der Bürgermeister von Bielefeld 2019 selber keine Lust mehr hatte und ganze 1 Million Euro demjenigen anbietet, der beweisen kann, dass diese Stadt wirklich nicht existiert. Ey, ich bin der Oberbürgermeister. Ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles. Oh, das schöne Detail von diesem Schnotten, der ihm hier unter der Nase hängt. Oh, guck mal bitte die nächsten Sekunden nur genau hier hin, Freunde. Achtung, da wo jetzt mein Cursor ist. Visiert den Cursor an, habt ihr? Okay, Achtung. Existiert. Ey, ich bin der Oberbürgermeister. Hä? Hab ich falsch gezeigt? Hier, da. Meister, ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles da. Ach so, da war ein Kameraschnitt, deswegen. Ah, das gibt es. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Gute Arbeit. Und jetzt erledigt ihn. Und heute ist es einfach nur noch ein gängiger Internet-Joke, bei dem bei allem, was auch nur ansatzweise mit Bielefeld zu tun hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Und damit endet das Video. Ja. Finde ich cool, dass Jules jetzt diesen Zweitkanal hat. Ich hoffe, wir bekommen dadurch jetzt mehr Jules-Content, wenn auch kürzer und saftig knaftig. Mir ist bei Jules öfter aufgefallen, dass er recht viele Witze vom Internet-Historien sich leiht. Ja, was heißt Witze? Er nimmt ja ganze Inhalte eigentlich, ne, und ganze Thematiken. Sein ganzes Konzept ist ja eigentlich dem so ein bisschen entnommen. Aber muss er jetzt nichts Schlechtes sein. Er macht ja die ganze Arbeit dennoch und macht sein eigenes Ding dennoch daraus. Also von daher finde ich das jetzt nicht sonderlich problematisch. Ja, gutes Video. So, Leute, Fortnite ist runtergeladen. Und hier hat Matti ebenfalls auf Jules reagiert. Da ging es um die flache Erde und ja, ihr wisst, wie Matti so drauf ist, wenn es um solche komischen Verschwörungstheorien geht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr wild.